Ja, hallo, hier ist mal wieder der Quert und im Hintergrund hört man sie schon rauschen. Ja, es ist die gute alte 360, da ich Halo 3 nicht mehr installiert habe. Aber was ich euch jetzt hier zeigen möchte, ist schon ein etwas älteres Gameplay, ein sehr altes Gameplay. Um genau zu sein, ist mir das nämlich wieder untergekommen, als ich mal mein Halo 3 Fileshare, also nicht Fileshare, sondern die ganzen lokal gespeicherten Dateien, gereinigt habe. Und zwar ist das mein Spiel, als ich auf den Team Slayer Skill Rank 36 gekommen bin, was damals das höchste war, was ich geschafft habe. Ich meine, dass ich weiß nicht, ob ich die 50 jemals schaffen würde, also auf jeden Fall mit meinem aktuellen Account. Ich habe ja bis dato nur einen einzigen Account, nämlich Crazy Quert. Ja, ich habe mir noch nie einen anderen Xbox Live Account gemacht. Ich sollte vielleicht mal den Ton hier ausmachen, damit man den dann nicht im Video hört. Fail. Scheiße. habe ich mir bis jetzt noch keinen anderen Account gemacht und wie man am Anfang schon gesehen hat, habe ich die Bazooka fett ignoriert, denn damals war ich noch der Auffassung, dass es komplett noobig sei, Powerwaffen zu benutzen, und habe lediglich mit der BR gespielt. Ja. Dementsprechend verkackt ist dieser Account auch, und ich glaube, es ist mit der Anzahl an EP, die ich habe, so gut wie unmöglich, die 50 jemals noch zu erreichen. Wer nämlich nicht weiß, wie das Ganze funktioniert, je mehr EP du hast, desto schwieriger wird es aufzusteigen. Genau. Ja, es ist noch ein bisschen komplexer, aber ich habe vergessen, wie genau es ging. Es ist irgendwie, also am besten ist es, man spielt zusammen mit Leuten, die total viel EP haben, aber einen relativ geringen Skill-Rank, weil das dann bedeutet, dass die so gesagt besonders schlecht sind, weil sie schon viele Spiele haben, aber es nicht geschafft haben zu gewinnen. Und man selbst sollte am besten möglichst wenig EP haben. Und somit irgendwie, ach, ich weiß es auch nicht. Egal, auf jeden Fall habe ich es mal geschafft, jemanden zu stacken. Damals konnte ich noch halbwegs Granaten werfen. Dafür war mein Aim auch nicht sonderlich gut. Naja, obwohl, ich muss sogar sagen, dass mein Aim damals gar nicht mal so schlecht war für die Verhältnisse. Also es hätte natürlich noch besser werden können. Mein Aim ist eigentlich erst richtig schlecht geworden, seitdem ich mal unterwegs auf einer Party, kann man nicht sagen, so eine Art Mini-Konzert für alle Münchner. Es war das Feuerwerk. Da war ich mal mit Kumpels unterwegs irgendwie, und da war so eine Metal-Band. Und da hat sich dann so ein Mini-Mosh-Pit gebildet, und ich bin ja persönlich eigentlich nicht so der Fan von Moschen und so, weil ich den Sinn dahinter nicht sehe und auch das Feeling dahinter nicht spüre, mich gegenseitig anzurempeln. Vielleicht bin ich meist einfach nicht betrunken genug, aber wer weiß das schon. Und wurde dann aber von hinten, weil wie Moshpits halt so sind, wird man da meist eigentlich eher reingeschubst, als dass man, also kommt drauf an, zumindest als Außenstehender, und wenn du nah am Moshpit stehst, passiert es oft, dass du von hinten plötzlich einen Schubser erhältst und reingeschubst wirst. Und da ich alles andere als beleibt bin, nein, gar im Gegenteil, ich bin für meine Größe eigentlich relativ leicht, wobei ich jetzt auch keine genauen Daten weiß, weil ich mich schon länger jetzt nicht mehr gewogen habe. Aber das letzte Mal, als ich mich gewogen habe, hatte ich, glaube ich, hier, boah, treffe ich sogar mit dem Sniper, krasser Shit, hätte ich jetzt nicht erwartet von mir. Ich glaube, das letzte Mal, als ich mich gewogen habe, habe ich so um die 70 Kilo oder so gewogen, was mit einer Größe von 1,80 jetzt nicht das leichteste ist, aber auch nicht unbedingt großartig schwer. Dementsprechend bin ich auch geflogen, als mich jemand unerwartet von hinten traf. Und leider bin ich geflogen auf meine rechte Hand. Auf meine Zielhand. Und die knackst seitdem immer zu gewissen, wenn ich sie in gewissen Abständen irgendwie drehe, und dann fängt die mal an, so komisch zu knacksen. Und nach einer Zeit tut es auch weh, wenn ich das öfter knacksen lasse. Hab mich jetzt aber nie großartig gestört, da es mich jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Weise behindert. Dementsprechend bin ich auch nie zum Arzt, und ich glaube auch persönlich nicht, dass dort irgendwas ist. Hoffe ich zumindest. Wobei es natürlich nicht normal ist, dass die Hand dauernd knackst, aber naja, mei, knackst halt. Also es ist auch nicht so, dass es irgendwie mega knackst und mega wehtut oder so. Nee, das merke ich halt nur irgendwann beim, wo es mir auffällt, ist, wenn ich längere Zeit spiele,
dann, keine Ahnung, dann, wenn ich die Hand danach drehe, dann knackst sie sofort. Oder wenn ich längere Zeit schreibe und danach meine Hand drehe, dann knackst sie auch sofort. Und wenn ich das dann öfter mache hintereinander, dann tut es irgendwann weh. Ja. Egal, auf jeden Fall ist seitdem mein Ziel nicht mehr so gut und mein Schreiben nach längerer Zeit bekomme ich dann mal so eine Art Krampf oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall kriege ich es dann einfach nicht mehr gescheit, den Buchstaben zu fabrizieren. Also schon, aber es ist irgendwie sehr mit viel geistigem Aufwand und Stress verbunden, weswegen ich gerade bei längeren Deutschschulaufgaben immer die übelste Krise irgendwann kriege, weil ich einfach nicht mehr schreiben kann. Wobei das jetzt hier, glaube ich, auch wieder dramatischer klingt, als es wirklich ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie da drin sitze und, oh mein Gott, nein, meine Hand, ich kann nicht mehr schreiben und keine Buchstaben mehr aus dem Füller rausbekomme. Ich bin ja eine der wenigen Personen, die noch mit Füller schreibt. Hier habe ich sogar taktisch abgewartet, bis er an den Fässern vorbeigelaufen ist. Und, ei, Mann, könnte ich denn heute noch so spielen wie damals? Nein. ja. Genau, und dieses Gameplay habe ich ja eben gerade eben wieder mal gefunden, als ich da ausgemistet habe. Um genau zu sein, habe ich vom lieben Anthrax die Gameplays runterladen wollen, die er mir eingesendet hat, wie ich im letzten Video schon mal gesagt habe. Und dafür wollte ich das als erstes mal ausmisten. Oder einiges. Und da ist mir das hier wieder untergekommen. Und hier wollte ich eigentlich das Schwert, aber die Shotgun ist auch ganz okay. Ja, und weil ich das irgendwie belustigend fand, dachte ich mir doch, cool. Das kommt jetzt, das stimmt jetzt aber natürlich nicht überein. Warum habe ich jetzt die Shotgun oder das Schwert aufnehmen wollen? Weil ich dachte doch, dass ich damals Powerwaffen für böse befand. Vielleicht war es da schon die Zeit, wo ich erkannt habe, dass Powerwaffen doch nicht so gemein sind. Ja, keine Ahnung. Oh, das war natürlich eine sehr geschickte Granate. Ja, schon fast ein bisschen gut hier. Man sieht, ich führe die Leaderboards mit meinem unendlichen Skill in Halo 3. Ja, hier mal wieder auch sehr schön zu sehen. Das typische Halo 3 Symbol ist Symbol, genau. Syndrom wollte ich eigentlich sagen. Es gibt keine guten, also es gibt immer keine guten Kombinationen oder zumindest recht selten. Was meistens irgendwie kommt, ist eine gute Map, aber dann ein scheiß Spielmodus oder ein gescheiter Spielmodus, aber dann eine scheiß Map. Also ich nenne mal das Beispiel Slayer auf Pit, also ohne BRs, was immer sehr cool ist, weil auf Pit gibt es, glaube ich, 4 BRs, die irgendwie rumliegen oder 6. Und wenn man zumindest Showdown spielt, normale Showdown, dann hier ist es ja Lone Wolves, dann spielt man ja 8 gegen 8, das heißt zwei Leute haben immer keine BR und das ist schon mal madig. Oder Beispiel Nummer 2, Team BRs auf Snowbound. Gut, ob Snowbound jetzt so eine schlechte, ich glaube auf zu Deutsch heißt sie Schneeschlacht oder so. Ob die jetzt so schlecht ist, darüber kann man sich jetzt streiten. Und ich glaube, hier dachte ich, ich hätte ein Power Drain, zu Deutsch Energieabsauger, glaube ich. Hatte aber stattdessen einen Regenerator, zu Deutsch Regenerator, oh Mann. Und hab den deswegen geworfen. Ja, egal, auf jeden Fall kommen dann immer so Scheißkombinationen und das hier ist scheinbar wieder eine davon. So, Pit. Ohne Slayer VRs und das ist halt schon leicht nervig, aber was soll man tun? Stattdessen habe ich jetzt hier das Sniper und werde jetzt hier meine Mega-Snipe-Skills auspacken und zweimal daneben, nur um ihn vorzuwarnen, denn in Wirklichkeit hätte ich ihn ja schon längst töten können. So! Ach du Scheiße, das Gameplay ist wirklich gar nicht mal so schlecht, wie ich es in Erinnerung hatte. Gut, ich hatte es eigentlich auch nicht mehr in Erinnerung, weil es schon so alt ist, aber. Hey! Bin jetzt eigentlich an das ganze Video herangegangen in dem Glauben, dass ich jetzt hier den kompletten Schwachsinn zusammenspiele, aber das ging doch sogar. Das ist ja besser als was ich heute zum Teil fabriziere. Naja, nun gut. Dann beende ich diese traurige Geschichte mal. Ciao und tschüss, sagt der Quert. Jetzt habe ich wieder daneben geklickt oder was? Was soll denn die Scheiße? Ich will doch hier nur aufnehmen. Pause, stopp.